Unsere Familie ist seit Generationen arm. Aber früher konnten wir zumindest die Sonne sehen. Jetzt wird alles mit Smog betrieben. Der Rauch verdeckt die Sonne und alle werden krank. Die einzigen, die immer reicher werden, sind die Händler. Und was haben wir davon? Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Ja, ja. Eine besorgte Mutter. Keine Sorge, wir werden die Vergangenheit ändern und dann gibt's auch gar nicht. Ah, die Kanalisation. Als ich klein war, habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Kanalisation versteckt. Da wimmelte es vor Ratten und anderen ekligen Dingern. Aber was hatten wir Spaß. Doch seit der großen Katastrophe habe ich einfach die Lust am Leben verloren. Nett. Okay, hier ist zu, da kommen wir nicht runter. Dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Die Stadt ist riesig hier. Prophetenpatrouille, irgendwelche Auffälligkeiten? Wenn ihr einen Frevler begegnet, unterrichtet uns bitte sofort. Der große Zerstörer wird euch mit seiner Wahrheit belohnen. Geil, das Gleiche? Nee, tun sie nicht, aber ich hab's jetzt übersprungen. Egal. Die Schüler trainieren bei der Pyramide des Propheten im Westen von ihr. In ihr Gestein ist ein riesiges Auge gemeißelt. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Ja, die kennen schon. Da war ich, glaube ich, schon. Früher, zur Zeit des Kaiserreichs, war das hier ein Waisenhaus für Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten. Heutzutage ist es ein Heim für Leute, die von den Händlern in den Bankrott getrieben wurden und jetzt mittellos sind. Ich hätte mich lieber um die Kinder gekümmert. Den Erwachsenen geschieht es recht. Ist ihre eigene Schuld, dass sie bankrott gegangen sind, stimmt's? Warum sie es wohl getan haben? Hat sie denn niemand gewarnt? Ja, die wollten bestimmt bankrott gehen. Eindeutig. Seht doch den an, der... Oh, dieses... Oh, dieses typische Bankrottgier. Nein, furchtbar. Warum? Warum habe ich den Vertrag bloß unterschrieben? Diese Frage stelle ich mir Tag für Tag immer und immer wieder. Meine Frau kann mir einfach nicht verzeihen. Wenn man bedenkt, dass man mir immer eingeschärft hat, Nein zu Händlern zu sagen, die mir Sachen verkaufen wollen, die ich nicht brauche. Aha. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur in Frieden sterben. Ich habe echt alles versucht. Ich habe hart gearbeitet und wäre um ein Haar Händler geworden. Und jetzt habe ich alles verloren. Das ist meine Schuld. Ganz allein meine Schuld. Ein bisschen melodramatisch, oder? Ja, was in einer kapitalistischen Welt ohne Geld dastehen, ist doch nicht alles verloren. Oh, ein Händler. Ich will an die Kiste. Oh Gott, wie komme ich an die Kiste ran? Das wird mir jetzt auf ewig verfolgen. Oh, 5 Kill. Sehr schön. Hier lang. Hallo! Wir verkaufen jede Menge hochwertiger Produkte. Alle mit der Kraft von Smug hergestellt. Sucht euch etwas aus. Ein Smug-Stiefel. Ah, ich habe eh genug Geld. Kaufen, jawohl. Stinkgewöse waren einmal. Jetzt reden sie nur noch nach Smug. Und ein Gürtel. Ja, und ein Smug-Gürtel. Ihr wollt ihn nicht zu fest anziehen. Das wollt ihr nicht. Nein, nein. Nee, ich verkauf noch nicht mein altes Schwert. Bin noch nicht wahnsinnig. Ach, okay. Dachte, da unten wäre der einzige Weg. Rote Pampe, glaubt ihr, sie lebt? Dachte jetzt echt, ich komme hier nicht rein. Und dabei ist da oben einfach im Weg rein. Die legendären Wikinger gab es wirklich. Von A.R. Geologe. Ist so ein Rauschen. Geologe. Ach, meine Liebchen, eines Tages werde ich euch weit von den Smug-Abgasen fortbringen, in den Nymphenwald, wo die Zeit stillsteht. Dort wird unsere Liebe ewig währen. Oh, ach, wie romantisch. Ich würde aber lieber auf dem erstarrten Kontinent wandern gehen, wo nur unsere Liebe unsere von Frostbeulen übersäten Körper wärmt. Ich bin euer getreuer Ritter. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ach, mein Liebling. Ach, mein Zuckerschneuzchen. Wie wär's, wenn ich meine Mutter eine... Wie wär's, wenn ich meine Mutter einlade, mitzukommen? Wie wär's, wenn wir die ganze Sache vergessen? Die Mutter einladen zum ewigen Urlaub. Ja, klar. Ah, oh Gott. Muttersöhnchen. So, was haben wir hier für einen Laden?
Ach, das ist die Taverne. Die Bar, die Schenke, wie auch immer man das nennen will. Aber vor ein paar Jahren lang, der Beistrieb macht mich fertig. So. Ich habe vor ein paar Jahren lang der Miliz zu dienen. Danach will ich genug sparen, um ein wohlhabender Händler zu werden. Das könnte schon passieren. Steht sogar in unserer Verfassung. Naja, bisher ist es kaum jemandem gelungen. Außer den Söhnen von Händlern natürlich. Aber das ist doch normal, oder? Jedenfalls werde ich zu den Ersten gehören, die ganz groß rauskommen. Ich muss mich nur am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Die Miliz wird nach und nach mit Patoin, der Anhänger des Propheten ersetzt. Oh, ich bin aber kein Frevler. Vielleicht sollten diese Dinge voneinander getrennt bleiben. Glaubt ihr an den großen Zerstörer? Wenn ihr dem, was die Anhänger des Propheten sagen, Glauben schenkt, wird er die Welt vernichten. Wenn man sie aber nach dem genauen Datum fragt, sind sie alle ziemlich vage. Vielleicht dauert es ja noch ein paar Jahrhunderte. Ich bin der Miliz beigetreten, um Genua zu verteidigen, nicht um Frevler festzunehmen. Außerdem wird die Definition von Frevel jeden Tag umfassender. Ich weiß nicht, wo das enden soll, wenn es so weitergeht. Vielleicht werfen wir zu guter Letzt alle in den Smug. Das klingt doch nett. So, wo geht's denn hier hin? Sieht aus wie irgendeine Passage. Ah, zum Kerker, stimmt, da war was. Da war ich schon mal. Ah, natürlich juckt jetzt mein Ohr unterm Kopfhörer. Nicht nehmen. In der Kommode. Oh. 50 Kill. Ah. Was sagt ihr jetzt? Nein, nicht nehmen. In der Kommode. Okay. Das war schon alles, was er, sie, es sagen wollte. Nummer 10. Sehr schön. Haben wir schon wieder fast zurückverdient, was wir vorhin ausgegeben haben für die neue Rüstung. Nach einem langen, schweren Tag ruhen sich die Mitglieder der Miliz hier in der alten kaiserlichen Wachstube aus. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass während des Krieges vor 100 Jahren Soldaten hier lebten. Um den Krieg zu gewinnen, hatten sie bestimmt sehr fähige Leutnants. Sowohl der Prophet als auch die Miliz haben ihre Regeln. Erste Regel der Miliz, über die Miliz wird nicht gesprochen. Zweite Regel der Miliz, über die Miliz wird nicht gesprochen. Und fragt mich bloß nicht nach Regel Nummer 34. Über Miliz wird wirklich nicht gesprochen? Coole Regeln. So, was sagt der noch? Ich würde lieber hier alles in der Taverne essen. Dann könnt ihr Geld sparen und mir ab und zu eine Mahlzeit beim McDonald's leisten. Allein beim Gedanken läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ach, den gibt's immer noch. Natürlich, so eine Marke hält sich einfach über die Katastrophen hinweg, oder? Boah. Der ist jetzt gerannt auf einmal. Was haben wir denn hier hinten? Als ich noch klein war, habe ich oft auf den Straßen von Genua gespielt. Aber nach der großen Katastrophe verwandelte sich die Stadt in einen schrecklichen Ort, in dem die Händler und der Prophet versuchten, die Macht an sich zu reißen. Und der Smug bringt mich zum Husten. Viele Bewohner sind davon krank geworden. Seitdem besuche ich Genua so selten wie möglich. Und trotzdem ist er da. Trotzdem ist er da. Da liegt einer drin, okay. Wenn ich in diesen Brunnen blicke, denke ich an die Zukunft. Der Prophet hat sie uns offenbart. Er allein kennt die Wahrheit. Wasser wird die Welt überspülen und alles wird überflutet werden. Der große Zerstörer bereitet sich schon vor. Doch der Prophet wird uns retten. Hä? Wie? Wenn ich flach auf dem Boden liege, kann ich mit dem großen Zerstörer kommunizieren. Der große Zerstörer ist allmächtig. Er wird die Welt vernichten, um sie wieder aufzubauen. Glaubt ihr, er kann mich hören? Ja, oder? Boah, wie viele Leute und Geschäfte gibt's denn hier? Ich will so gern alles erkunden, aber es ist so viel. Vor langer Zeit war das der Kaiserpalast. Jetzt arbeitet hier der Händlerrat. Die meisten Händler leben im Palast. Nur einige wenige, wie Herr Schlammerassel, wohnen in der Stadt. Komm, ich versuche jetzt nicht mal mit jedem zu reden. Das ist... Ah, Gott! Oh! Sind wir sogar richtig? Seht mal, Scotty, die kaiserliche Bibliothek. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu meiner Zeit war sie für die vielen Dokumente bekannt.
Ich wette, da drin würden wir so einiges über diese Zeit herausfinden. Außerdem enthält sie wahrscheinlich Informationen über den Standort der Magelliten. Da der, mit dem wir hierher gekommen sind, zerstört wurde, müssen wir einen anderen finden, um nach Hause zurückzukehren. Aber Magelliten sind recht selten. Und selbst wenn wir einen finden, wie sollten wir ihn aktivieren? Ganz davon abgesehen, dass er uns in eine völlig neue Zeitalter bringen könnte. Minos! Jetzt seid doch nicht so negativ! Was bleibt uns schon außer es zu versuchen? Was wir auch tun, es wird nichts ändern. Mein Volk, mein Sohn, alle tot. Halt! Scouty, ich glaube, Minos braucht etwas Zeit, um sich anzupassen. Versuchen wir so schnell wie möglich an Informationen zu gelangen. Okay. Der Zutritt zur Bibliothek ist nur vorschnell gestattet, außer Ihnen hat niemand einen Schlüssel. Ja, ich weiß. Wer will denn schon Bücher lesen? Komplett sinnlos. Das heißt, wir kommen... Okay. Forscher. Ich will ja nicht sagen, aber die sieht 1:1 aus wie die Figur aus Bioshock Infinite. Klar, die große Katastrophe hat einen Teil des Kontinents platt gemacht. Aber dafür haben wir jetzt den Smack. Wie heißt es so schön? Ende gut, alles gut. Hey. Außer für die Opfer der großen Katastrophe natürlich. Aber angeblich haben die überhaupt nicht gelitten. Bumm, sofort tot. Also, viel weiß ich nicht darüber. Schüsse war ich ja noch nicht auf der Welt. Da, schaut dir die an. Bring us the girl and wipe away the debt. Das ist sogar sie. Das war ein Zitat aus Bioshock Infinite. Cool. Finde ich cool. So, warte mal, ich schaue mich nur mal kurz um, wie viel es hier eigentlich gibt. 10.000 Gebäude. Oh Gott sei Dank, hier ist hier eine Tür zu. Die Tür ist verschlossen. Oh, schade. Ach, verdammt. Ich will nichts undurchsucht lassen. Ich will nicht alles durchsuchen. Ich kann meinen Bibliotheksschlüssel einfach nicht finden. Und dabei bin ich mir sehr sicher, dass ich ihn hier gelassen habe. Ich muss ihn unbedingt finden, um meine Recherchen über die wissenschaftliche Erklärung für die Machtstellung von Händen im ökono-religiösen System einer postkatastrophalen Gesellschaft fortzusetzen. Und wo ist Mimi? Sie ist wohl noch bei ihren Freunden. Also, solange sie keinen Unfug macht und mich arbeiten lässt, wo ist bloß dieser verdammte Schlüssel? Oh, Schlüssel suchen. Na, wahrscheinlich hat diese Mimi ihn. Oder? Krieg ja nochmal alles an, aber... Nein, nicht ihn! Okay. Lass mir passieren! Ich trainiere! Muss stärker werden, wenn ich den Alpha klimmen will! Nur so wird mein Schüler. Ist er gerade erst nach Geno gekommen? Also, kennen wir schon. Jetzt müssen wir Mimi finden, okay. Seid ihr wegen eines backbetriebenen Ofens auf dem Markt? Tretet näher, unsere sind die besten, die es gibt. Garantiert minimale Smack-Emissionen und unschlagbar preisgünstig. Kauft einen Smack-Ofen und spart Holz. Das ist schonend für die Wälder. Wusstet ihr das? Und wenn ihr jetzt kauft, zahlt ihr 0,1% weniger Steuern. Also, was meint ihr? Klar! Wunderbar! Aber habt ihr denn kein Zuhause? Von dem Installieren eines Backofens müsst ihr eins kaufen. Sucht dafür einen anderen Händler. Will sagen, Immobilien sind die fein Ding. Okay. Das Gebäude fehlt jetzt noch. Was ist denn das? Ach, das... Oh! Das ist ein... das ist das McDonalds-Zeichen verkehrt rum. Das ist McDonalds. Oh, hat sich auch schick gemacht hier. Willkommen bei McDonalds. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren gesundes Essen für Feinschmecker an. Mein Urgroßvater gründete diesen Restaurant und es wurde schnell zu einem der besten Speiselokale in ganz Genua. Er ist eine echte Familienlegende. Ja, und ich habe ihm geholfen. Ich war das... Oh, ich bin so gut! So was von gut. Unglaublich, das Essen hier ist fantastisch. Meine Frau und ich kommen regelmäßig her.
Mir gefällt, dass alles natürlich ist. Wusstet ihr, dass alle Geräte hier unter Garantie smogfrei sind? Das heißt, sie sind gesund. Was ist schon wichtiger im Leben als die Gesundheit?